Hallo, hier ist Alexandra von Rohe Energie und wir sind heute in Bad Homburg beim Roland Liebscher-Pracht, der dieses Wahnsinnsbuch geschrieben hat, Deutschland hat Rücken, ja. Die Arthrose-Lüge war schon ein sehr provokanter Titel und das ist natürlich so, das kennt jeder, ne? Deutschland hat Rücken, jeder hat schon mal Rückenschmerzen gehabt, kennt jemanden, der Rückenschmerzen hat. Ja, und ich finde, es ist super geschrieben wieder. Dankeschön. Ja. Also es ist wirklich für jeden verständlich und das ist auch eine große Kunst, so zu schreiben, dass man sich auch wirklich angesprochen fühlt. Ja. Vor allem einfach zu schreiben, das ist wichtig, weil soll ja jeder verstehen. Genau. Also das habt ihr wirklich wieder hervorragend gemacht. Es ist ein Novum sozusagen hier drin auch, und zwar die Selbstbehandlung. Die Osteopressur Light, also die Therapeuten, wir machen die Osteopressur in der Behandlung und dann gibt es danach die Übung für zu Hause und jetzt gibt es auch die Osteopressur für zu Hause. Kannst du dazu mal was erzählen? Ganz klar, weil unser großes Ziel ist ja, also die, die uns kennen von euch, die wissen das, wir haben uns ja ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass die Leute sich selbst helfen können sollen. Ja? Deswegen, weil wir Therapeuten, das weißt du auch, wir Therapeuten können immer nur anstupsen, können nur Hilfe zur Selbsthilfe geben und dann muss der Patient das selbst machen. Und deswegen sind die Übungen ja auch so wichtig, weil das Ganze entsteht ja letztendlich auch bei den Rückenschmerzen, die entstehen ja dadurch, dass wir zu viel sitzen, das nicht ausgleichen und so weiter und so fort. Also, bitte, das muss jeder verstehen. Man kann seine Rückenschmerzen nur dauerhaft wegbekommen, sich davon befreien, wenn man dauerhaft auch Übungen macht. Genau. Und dauerhaft dann versucht, diesen Zustand zu halten, der durch die Einseitigkeiten des Sitzens im Alltag überhaupt erst entsteht. Und da haben wir natürlich die Übungen. Und irgendwann kamen wir auch auf die Faszienrollmassage. Die machen wir ja auch sehr ausgiebig, weil die hilft auch dabei. Aber das Novum, wie du jetzt sagst, ja, und das ist ein richtiger Sprung in eine Zukunft, ist halt, dass wir uns überlegt haben, Mensch, diese tollen Effekte von der Osteopressur, die wir bei den Patienten anwenden, können wir die nicht auch irgendwie für die Leute selbst nutzbar machen? Ja, ja? Dass man also auch das bei sich selbst tun kann, um sich noch mehr selbst helfen zu können. Ja. Weil es ja diesen direkten Einfluss hat aufs Gehirn, dass die Programme im Gehirn direkt gelöscht werden. Naja, dann war das sehr lange Entwicklungszeit und vor allen Dingen in zwei Bereichen. Bereich Nummer eins, wir mussten ja die Punkte, an denen das passiert, aussuchen, so dass auch ein Laie damit umgehen kann. Ja. Ja, und ich meine, für die meisten ist der Körper ja so eine Hülle und innen drin weiß man nicht so richtig, was sich da so abspielt, ja. Und das war jetzt die Herausforderung, das irgendwie so hinzubekommen, dass eben diese Bereiche, in denen man diesen Effekt herstellen kann, erreichen kann, dass diese Bereiche auch von den normalen Laien, wie ihr, wie du, der da gerade guckt jetzt, oder die da gerade guckt, ja, das direkt auch nachvollziehen können. Das war die eine Arbeit. Mhm. Und dabei sind 27 Bereiche herausgekommen und jetzt in dem Buch Deutschland hat Rücken sind 6 davon beschrieben, halt die 6, die total wichtig sind für die Rückenschmerzen. Genau. Und der zweite, das wird dann so hier so erklärt, mit Bildern auch, wo welche Bereiche sind und wo man den Drücker sozusagen ansetzen muss. Das war die zweite Herausforderung. Ja. Wie kriegen wir es hin, dass die Leute selbst auch diese Punkte mit genügend und dem passenden Druck versehen können, ohne das jetzt geübt zu haben seit vielen Jahren. Ja? Wenn jemand 4 Jahre Manualtherapie macht, dann hat er eine gewisse Fingerfertigkeit. Und so. Und das musste alles irgendwie gelöst werden. Und da sind diese Drücker entstanden. Mhm. Das ist praktisch ein Griffstück. Mhm. Wir können es ja auch mal zeigen. Ja, dann vielleicht. Das ist aus Holz. Ich habe es hier drüben stehen. Also es ist ein Griffstück aus Holz. Und Holz deswegen, weil es halt ein natürlicher Werkstoff ist, der schön in der Hand liegt. Mhm. Ja? Und jetzt kann man das, ich halte das mal so direkt in die Kamera, so in die Hand nehmen, dass man ohne die Fingerkraft aufbringen zu müssen, das schön direkt so übertragen kann. Und dann kommen verschiedene Spitzen drauf. Das ist eine rundere, es gibt eine spitze, es gibt eine flachere, je nachdem, wie die Punkte sind. Und bei den Punkten, wo man nicht drankommt, haben wir diesen Kegel entwickelt. Mhm. Den lehnt man gegen die Wand und lehnt sich dagegen. Mhm. Oder man legt ihn auf den Boden. Oder man setzt sich sogar drauf, wenn man ans Gesäß geht. Ja? Mhm. Und das war eine große Herausforderung, das eben so zu entwickeln, dass man relativ einfach das versteht, wo man hin muss, ohne auch Fehler zu machen. Das Gute ist, diese Spitzen da drauf sind weich, sodass das nicht mit dem direkten Knochenkontakt zu irgendwelchen Überbeanspruchungen führen kann. Genau. Ja. Also
ist ein ganz gelungenes Thema. Wir kriegen auch schon super gutes Feedback. Genau, also das, ich habe das auch schon angefasst. Es fühlt sich ja ein bisschen an wie die Faszienrollen, also in verschiedenen Härten. Genau. Aber vom Prinzip her ist es wie die Faszienrollen. Genau. Also das heißt, man kann sich damit auch nicht wehtun oder sowas. Ne? Also wenn man sich jetzt direkt auf fragen die Patienten, man kann ich das auch mit dem und dem machen? Und nee, eigentlich nicht, weil es ist, ein Tennisball ist was ganz anderes als die Kugel von Liebscher und Bracht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Nee, ganz klar. Nee, letztendlich ging es ja darum, wir müssen ja den Finger, das Schöne am Finger ist ja, der ist fest, da ist Knochen unten drunter und oben drüber hat man was Flexibles. Genau. Ja? Und das Flexible passt sich halt an den Untergrund. Und das mussten wir ja jetzt in ein Werkzeug rein, weil mit den Fingern können die Leute das nicht. Man kommt ja auch nicht überall dran. Ne? Das ist das Nächste. Ja. Und von daher, also das ist super gelungen und die Leute sind schon sehr, sehr froh. Wir haben schon super viel Feedback. Und was wir auch noch gemacht haben, ist ja auch noch ein völliges Novum. Weil wer das Buch hat, wer das Buch gekauft hat, der kriegt einen Zugang zu einem Übungsbereich, wo man nicht nur, wie es im Buch beschrieben ist, mit Foto und Text, sondern wo man auf Video von mir erklärt, das direkt mitmachen kann. Also wir geben alles dafür, damit du selbst zu Hause das so umsetzen kannst und niemanden brauchst. Und trotzdem sind natürlich Therapeuten wie ich oder wie sie da, die dir das auch erklären und die dir das auch zeigen und die dich natürlich auch, wenn du irgendwie Bedenken hast, Bandscheibenvorfall, kann das gehen? Ja klar, dann gehst du zu ihr oder zu mir oder zu anderen Therapeuten, die wir im Internet haben und die beweisen dir, dass es geht und dann machst du es zu Hause alleine weiter oder gehst noch eine Weile hin, bis du halt die Sicherheit hast. Das heißt, wir nehmen dich an die Hand so lange, wie du brauchst. Entweder über lange Zeit hinweg oder nur kürzer, je nachdem, wie es notwendig ist. Genau, das ist also immer eine ganz individuelle Geschichte bei den Therapien halt auch. Das werde ich auch immer oft gefragt, muss ich jetzt jede Woche kommen? Nein, muss man nicht, sondern man kann das ganz individuell machen. Und also von daher, wir sind auch immer offen dafür, wenn jemand sagt, ich habe mir das Set jetzt gekauft und ich möchte einfach nur mal gezeigt kriegen, wie das funktioniert, auch in Ordnung. Wir wollen ja, die Hilfe zur Selbsthilfe ist uns eben ganz wichtig. Ja. Es gibt so viele Menschen mit Schmerzen, die können wir gar nicht alle behandeln. Gibt einfach so viele, genau. Ja, also ich finde es ganz toll, ich bin sehr, sehr froh, dass es dieses Buch jetzt gibt und kauft es alle, verschenkt es und lest es natürlich vor allem selber und da sind eben auch ganz wichtig die Übungen auch nochmal drin, speziell, was ich auch ganz toll finde, mit ganz, ganz vielen Variationen. Ich habe nämlich schon gedacht, ich muss nochmal fragen mit der und der Übung. Nee, alles schon hier drin, alles schon beantwortet. Und vor allen Dingen auch vielleicht interessant für dich als Zuschauer für die verschiedenen Schmerzbereiche. Wir haben sogar unterteilt, Rückenschmerzen eher oben, eher unten, Rückenschmerzen von oben bis unten, Rückenschmerzen ins Gesäß ziehen, was ja häufig vorkommt. Ganz häufig, Und dann hast du die ganzen Übungen, die Faszienrollmassage und das Drücken, diese Leitosteoprosur, genauso zugeordnet, wie es für deinen individuellen Schmerz ist. Und was Alexandra gerade sagt, auch in verschiedensten Varianten, je nach körperlichem Zustand. Genau. Ja, wenn jemand eher sportlich drauf ist, sich schon gut bewegen kann, für den gibt es etwas anspruchsvollere Variante. Wenn jemand sehr, sehr lange sich nicht mehr bewegt hat, der findet auch seine Variante. Also das Buch ist ein großer Schritt auf mehreren Ebenen, um dich dazu in die Lage zu versetzen, dir selbst helfen zu können. Dann vielen Dank, dass du das Buch geschrieben hast mit der Petra zusammen. Ich bin auch froh, dass ich es fertig gekriegt habe. Es sind 399 Seiten geworden. Ja. Es sollte eigentlich gar nicht so lang werden, maximal 2/3 davon. Aber irgendwann war es dann geschafft. Aber es ist super interessant zu lesen. Ihr werdet bestimmt viel Spaß damit haben. Danke, dass wir dich interviewen durften. Gerne, gerne. Du bist bestimmt jetzt sehr gefragt. Ja. Und wir verlinken natürlich auch den YouTube-Kanal von euch. Liebscher und Bracht, die Schmerzspezialisten. Ihr habt ja wahnsinnig viele Abonnenten, oder? Ja, inzwischen, ich glaube, 320.000. Wahnsinn, oder? Ja. Wahnsinn, ja. Da kommen wir auch noch hin, irgendwann. Gut, lest das Buch, abonniert unseren Kanal, abonniert den Kanal von Liebscher und Bracht. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Aktiviert das Glöckchen und dann bis bald. Tschüss. Ciao, tschüss.